Um ein Alurad mit Hilfe der STW 201 zu wuchten, gehen Sie wie folgt vor. Setzen Sie das Alurad auf die Wuchtwelle und spannen Sie es mit der Schnellspornmutter fest. Messen Sie den Abstand zwischen Maschine und Felge. Diesen tragen Sie über das Bedienfeld in die Radwuchtmaschine ein. Als nächstes wird die Felgenbreite mit Hilfe der Felgenbreite-Lehre ermittelt und ebenfalls über die Tasten in die Maschine eingetragen. Zuletzt lesen Sie den Felgendurchmesser ab und geben diesen über das letzte Bedienfeld ein. Wählen Sie nun den Wuchtmodus. Senken Sie den Radschutzbogen, um den Vorgang zu starten. Lassen Sie den Wuchtvorgang laufen, bis das Rad automatisch abbremst. Das Display zeigt Ihnen nun an, wie schwer die Wuchtgewichte sein müssen. Drehen Sie das Rad, bis alle Indikatoren auf der linken Seite des Displays aufleuchten. Befestigen Sie das Wuchtgewicht auf der 12 Uhr Position an der Innenseite der Felge. Drehen Sie das Rad erneut, bis alle Indikatoren auf der rechten Seite des Displays aufleuchten. Befestigen Sie das Wuchtgewicht auf der 12 Uhr Position innerhalb der Felge. Senken Sie den Radschutzbogen erneut, um einen Wuchtvorgang zur Kontrolle zu starten. Das Rad bremst wieder automatisch und dem Display können Sie entnehmen, ob Ihr Wuchtvorgang erfolgreich war.